Hallo Leute, willkommen bei Stadt aus Raw. Heute habe ich mal ein ganz neues Video für euch, und zwar ein Produktreview. Los geht's nach dem Intro. Ja, heute soll es über eine Taschenlampe gehen. Die hat mir freundlicherweise die Firma Jakob Mohr GmbH zur Verfügung gestellt. Deswegen zeichne ich das Video auch als Werbevideo. Die Firma hat mir nicht nur die Taschenlampe geschickt, sondern hat mir auch noch zwei Zusatzakkus geschickt und ein Ladegerät. Kommen wir mal zum ersten Punkt, die Verarbeitung. Was dir auffällt, die Taschenlampe ist komplett aus Aluminium verarbeitet. Wirkt auch sehr massiv, muss ich sagen. Und glaube ich, würde auch einen Sturz aus so 1-2 Meter Höhe ohne Probleme aushalten. Die Taschenlampe hat auch überall Gummidichtung verbaut, sodass auch kein Wasser eindringen kann. Finde ich auch sehr gut. Bedient wird die Taschenlampe über zwei Schalter. Erstens hat man hier vorne einen Druckpunkt, wo man den Modus mit durchschalten kann. Und hier unten den Haupteinschalter, um die Taschenlampe einzuschalten. Insgesamt hat die Taschenlampe eine Gesamtlänge von 23 cm und hat einen Kopfdurchmesser von 6,2 cm. Die Taschenlampe wiegt ohne Batterien 250 Gramm. Die Taschenlampe hat insgesamt 5 Stufen. Einmal High, Mittel und Low. Auf High hält sie 2,5 Stunden. Auf Mittel 5 Stunden und auf Low 20 Stunden. Wenn die Taschenlampe im Modus High betrieben wird, hat sie eine Gesamtlichtstärke von 700 Lumen und kommt somit auf eine Reichweite von 300 Meter. Den jeweiligen Modus, den kann ich euch gleich nochmal bei Nacht zeigen, weil hier ist leider zu hell für. Hier macht das wenig Sinn. Aber was die Taschenlampe drauf hat, das sehen wir gleich. Aber jetzt gibt es für euch erstmal ein paar Produktshots. Los geht's! Sieht schon geil aus, die Taschenlampe, ne? Mittlerweile ist es dunkel geworden, wie man vielleicht sehen kann. Und jetzt testen wir die Taschenlampe mal bei Dunkelheit. Kommen wir zu den 5 Modis, die die Taschenlampe hat. Modus 1 ist der Modus, der die meiste Kraft hat, also High. Hierbei hat die Taschenlampe die 300 Lumen und eine Leuchtdauer von 2,5 Stunden. Der nächste Modus ist der Modus Medium, der hier. Dabei hat die Taschenlampe eine Leuchtzeit von 5 Stunden. Und der letzte Modus ist der Modus Low, der hier. Da hat die Taschenlampe eine Leuchtzeit von 20 Stunden. Dann gibt es noch die zwei Sondermodis. Einmal Stroboskoplicht und einmal den SOS-Blinkmodus. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. So, jetzt haben wir nochmal die 5 Modis im direkten Vergleich. Einmal der High-Modus, dann der Medium-Modus und der Low-Modus. Dann haben wir noch einmal Stroboskoplicht und noch einmal den SOS-Modus. Ja, hier sieht man noch einmal den Lichtspot der Lampe.
Der ist ziemlich mittig fixiert, hat deswegen auch die hohe Reichweite. Allerdings hat er noch einen leicht soften Kegel nach links und rechts, wie man sich noch einmal sieht. Also ich bin jetzt einmal mittig, jetzt sieht man einmal das Licht, was noch leicht seitlich abfällt. Ist auch noch ein bisschen was. Und hier nochmal der Spot. Kommen wir mal zu meinem persönlichen Fazit. Ich muss sagen, die Taschenlampe ist wirklich gut. Und das sage ich nicht nur, weil ich sie gesponsert bekommen habe, sondern das ist meine ehrliche Meinung. Sie passt gut eigentlich sogar noch in eine Hosentasche rein. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt in Jeanshose, aber auf unseren Ton haben wir sowieso oftmals weitere Hosen an. Oder halt diese Militärhosen, da passt sie auf jeden Fall ohne Probleme rein. Auch in eine Seitentasche oder sonstiges funktioniert auf jeden Fall. Schön ist auch die Leuchtweite und die Leuchtdauer. Auch, dass die Lampe mit Akkus betrieben wird, gefällt mir sehr gut. Weil man kann einfach Akkus sich dazu kaufen. Das sind ganz normale Standardakkus, die kriegt man eigentlich überall. Und somit hat man noch nicht die Gefahr, dass die Lampe irgendwann mal leer ist und man steht da ohne Licht. Einfach nur einen Akku rein. Die Infos zu dieser Lampe, die packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr nochmal genau nachlesen, was die also alles kann. Und den Link, wo ihr die Taschenlampe kaufen könnt, den packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Danke fürs Zusehen, Leute. Das war's auch wieder diesmal mit Shadows Raw. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder auf Tour sind. Ciao.